Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärenbande. Heute gibt es wieder eine neue Folge mit mir, dem Muttibär, mit Protoss gegen einen Protoss-Gegner. Auf Chemiewerke, Chemiewerke, LE, verdammte Scheiße. Jetzt wisst ihr's. Ja, Protoss, Mirror Matches, kann nur Cheese kommen. Vor allem auf der Map, hier ist ein Cannon Rush echt perfekt, ey. Also, jetzt hier unten schön, kannst hier rüberkommen, hier siehst du es nicht gleich. Das ist echt asozial. Müssen auf jeden Fall scouten, deswegen baue ich lieber unten auf. Nicht, dass dann. Hier oben habe ich schon mal, wie gesagt, meinen Truppen in den Gebäude aufgebaut und dann hat er einen hässlichen Handrush hier um die Ecke gesneakt. Das war scheiße. Das war richtig scheiße. So, wir spielen gegen Protoss, Flieger. Erstmal gucken, was er macht. Ganz wichtig. Ja, wir spielen wieder 2-Gates. Ach, da ist er schon. Ich glaube, mir mein Gas nicht. Das ist aber nett. Kein Cannon Rush. Double Gate. Alles Standard bis jetzt. Eure Sonden werden angegriffen. Double Gas. Ach, das ist dasselbe, was wir hier spielen. Mir auf die Ketten in seinem Viech, ey. Ah. Vielleicht eine Echse nehmen. Die spielt dran. Jetzt, bis ich es vergessen habe. Spiel's durch. Ach, das war. Ah. Ja, Ich glaube, wir sind so raus. Ach du Scheiße. Pylon vergessen. Pylon! Scheiße. Brauche ich keine Echse spielen. Das ist schon durch. Also ich bin Greedy Echse jetzt. Er hat auch noch keine Echse. Also wird es Flieger werden, ne? Ne, Stalker. Und nochmal rein. Nichts. Dann brauchen wir auf jeden Fall. Die Dinger, das. Komm, der Stalker. Ich weiß nicht, ob wir jetzt eine Echse nehmen. Wenn jetzt eine Echse nehmen, dann möchte ich auf jeden Fall drüber rushen. Ah, ich hab's schon fast wieder vergessen. Das reicht natürlich jetzt nicht für meine Sterblichen, ich raste aus. Ich bin hier in den Schatten. Ach man. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr durch. Also durch als durch geht schon nicht mehr. Wo kommt denn der nicht? Ich hab bestimmt irgendwo ein Proxy stehen. Selber irgendein Proxy hin. Wir machen jetzt ein All-In draußen, spielen einfach noch eins. Gut ist. Erneut dienen. Nicht genügend Ecken. Forschung abgeschlossen. Ist ja wirklich angewiesen. Ja, nicht genügend Mineralien. Wir sind die. Wir sind eins. Ich bin hier.
noch viel zu viel Stalker. Vergiss es. Oh, vergiss es, das haben wir locker. Das ist komplett durch. Vergiss es. Das ist auf jeden Fall schon kaputt. Ehre den Dalai Lama. Najakar Minar. Horsan, die Erstgeborenen, werden obsiegen. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Niemand kann uns aufhalten. Die Templer. Warum rennen die denn dahin? Ja, hab ich keine Chance mehr. Jetzt pusht er mich durch. Naja, GG. Aber noch eins. Das war einfach scheiße von mir. Tja, einmal Pylon verrafft. Spiel ist durch. Der hat nicht viel gemacht. Der war ein Supply Limit. Was ist denn nur los? Aber ich will mal gucken, was er gespielt hat, kurz. Der hat auf jeden Fall so viele Stalker. Und eine Echse. Ich kann auch nicht hinhauen. Na gut, ich war Supply Block. Alles Standard bis jetzt. Standard. Ist halt ziemlich spät mit allem. Man nimmt dann die Echse. Krone wusste Stalker an, Gro. Hä, wo rennt er mit den Stalkern hin? Hat aber eine Echse genommen. Er hat gewusst, dass ich keine Echse nehme. Hat jetzt schon viel mehr Army als ich. Aktive Truppen? Ja. Ja, durch den Supply Block war ich sowas hinten. Da hatte er ja schon 5 Stalker und da hatte ich noch nicht mal. Da hatte ich nur 4. 6 Stalker sogar. Und eine Echse. Ich war schon vorbei. Spiel war vorbei, wo es für mich angefangen hat. Naja. Da hatte ich keine Chance mehr. Deswegen spielen wir jetzt gleich noch eins. Feuer frei. Müssen wir kurz warten. Vielleicht schnell ich das jetzt auch raus, das Stückchen. Garchen. Eigener Fehler. Aber man verliert ja meistens nur durch eigenen Fehler. Also, der hat ein schönes Aufbauspiel gemacht. Wir haben es einfach verkackt. So, und deswegen spielen wir jetzt gegen Terraner. Ach, Terraner. Ich hätte mal wieder gegen Zerg gespielt. Spielt wahrscheinlich keiner mehr. Okay, Terraner wird mit einem Zeitlimit-Push. Ist dann meistens. Wenn er mit einem Zeitlimit-Push kommt, ist er hinten. Weil den kill ich. Der ist jetzt nicht mehr so ultra für mich. Ich muss halt nur dann mir merken, dass ich danach hinterher sitze. Und meistens ist er dann tot. Und wenn ich es verrache, verrache ich es halt. Okay, wir nehmen auf jeden Fall eine 20er oder 19er Echse. Okay.
Gehen wir ein bisschen ärgern. Gut. BBF ist da. Zweites Gas. Noch nicht. Eure Sonden werden angegriffen. Wir nehmen jetzt unsere Echse. Ziehen unsere Sonde mal schnell wieder zurück. Die muss hier Dings bauen. Okay. Wir dürfen diesmal unsere Pylonen nicht vergessen. Dann kommt ein Reaper. Das scheint ein Proxy zu werden. Reaper, ja, die Sonde haben wir verloren. Wir sind ein bisschen zurückhaltend, aber ich glaube, das wird ein Proxy. Das sah jetzt ein bisschen komisch aus. Oder auch nicht. Da kommt auf jeden Fall dann noch der Reaper. Kann er ruhig, kann er ruhig, kann er kommen. Oh! Da ist er! Nein. Helft doch an, verdammt. Ach, wie ich hasse, wie ich die Dinger hasse. Komm. Boah, ich bin zu spät dran mit allem. Stalker, sollte Stalker durchgängig bauen, ne? Mann. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Forschung abgeschlossen. Ach, echt jetzt? Sehr weit, ihr seid auf mich, wir sind eins. Ich bin hier in den Schatten. Keine Echse. Doch, da kommt der Medi weg. Das war doch ein Witz. Ihr seid auf mich angewiesen. Ich bin die Stimme. Ich bin hier. Ist nicht viel passiert eigentlich. Kalt ist die Wies. Das Mini-Weg hätte ich ja gerne erwischt. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ach, schon wieder Pylonen vergessen. Ich raste aus, ey.
Ich raste da aus. Ich muss eigentlich schon die dritte nehmen langsam. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin das. Ist immer noch keine zweite Echse. Gucken wir mal rein. Ein paar Marines. Ein Sterblicher. Ja, der hat schon auf jeden Fall eine Echse. Du brauchst mir noch ein paar Gates. Dann müssen wir auf Kolosse gehen, nach der dritten. Unbedingt. Also, sonst haben wir gegen das, was da kommt, keine Chance. Für jetzt Upgrades. Er wartet fleißig Dingsy weiter. Er scheint nur Armee zu bauen. Viel mehr Immortals, viel mehr Schaden. So, wieder einer zu viel. Ich verstehe es nicht. Manchmal habe ich echt zu viele Worker in meinen Bases. Oh ja, wir brauchen unbedingt Kolosse. Wie die Dinger, ich hasse hier, die Falcons. Toll. Kommt. Nicht so unbedingt Truppen bauen. So, Dings ist auch gleich durch. Ja, der kommt. So wie das aussieht, kommt der. Kannst du ein Stückchen vorbewegen, können wir nochmal gucken. Das könnte natürlich jetzt ein Problem sein, dass ich zu wenig Pylonen habe. Da stehen sie. Massentrop, Scheiße. Schaden erhöht! Das war der coole Move, hä? Hat mir gefallen, auf jeden Fall. Kolosse. Das Upgrade für die Kolosse. Boah, das ist eine Schmiede jetzt das nächste. Sind wieder voll saturiert, sehr schön. Nehmen wir eine vierte. Und da steht noch einer. Hm. Jetzt hat er meinen Dings entdeckt. So, wir brauchen auf jeden Fall langsam mal das da. Jetzt
zweite Robo wäre gut. Kolosse werden immer noch besser. Noch ein paar Klonen sind am besten. Und noch ein paar Gates. Ist noch nicht voll saturiert. Da müssten wir gleich ein paar kriegen. Ich könnte es mal auf die 6 legen. Ich nehme das früher mal auf die 6, meine Upgrade-Gebäude. Wo ist eigentlich das zweite, was ich gebaut habe? Ich dachte, ich habe nichts gebaut. Warum arbeiten die nicht? Forschung abgeschlossen. Nicht genügend Energie. Ihr habt nicht genügend. So, er wird jetzt auf jeden Fall gleich hier kommen. Aber wir haben auch gleich ein Go. Weil wir sind nämlich gleich voll. Oh, scheint noch nicht gesehen zu haben, meine Kolosse. Da, drei reichen aber eigentlich nicht. Da kommen sie. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Oh ja. Mineralien fehlen erschöpft. Mineralien fehlen erschöpft. So, wir machen los. Durch, sehr schön. Aufgabe. Also, was ich vergessen habe, ist ein Warprison. Na egal, kriegen wir schon hin. Jetzt sieht er, dass wir da sind. Ehre leitet uns. Zack. Ich füge mich. Ja. Schade. Mein Leben für Ajur. Quatsch. Mineralienfeld erschöpft. Zieh mal die Gates zum Nachpushen. Da haben wir eine Echse gekriegt, also so schlimm ist jetzt nicht. Och, warum arbeiten die auch nicht? Ich raste aus. Immer bitte Echo kontrollieren, dass auch ja alles arbeitet. Upgrade durchgeführt. Ich bin hier. Vespin-Geysir erschöpft. Brauchen wir noch eine Flotte? Ich das hasse. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mineralienfeld. Ihr habt nicht. Ich bin hier in den Schatten. Das reicht nicht, was ich da hab. Meine Auf. Das reicht niemals. Oh! Nein! Ich.
Ach, das Spiel ist durch. Ich hasse diese Dinger. Naja, GG. Och Mann, wie kann man eigentlich mit einem Glückstreffer einfach alles wieder killen? Das ist sinnlos. Ach ja. Fuck, ey. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, tschüss, euer MutiBM. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit dem MutiBM und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer MutiBM. Tschüss, tschüss.